Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen. So singen wir es in einem Kirchenlied. Und durch den plötzlichen Tod von Karl Hillenbrand ist uns dieses wieder neu bewusst geworden. Keiner kennt den Tag noch die Stunde. Liebe Familie Hillenbrand, liebe Mitbrüder im bischöflichen, priesterlichen und diakonalen Dienst, verehrte liebe Schwestern und Brüder im Herrn, so plötzlich Gott uns abberufen mag, unser kurzes irdisches Leben ist nicht das einzige. Auf einem alten Grabstein in Corvey stehen neben den Geburts- und Sterbedaten die Worte: geboren, um zu sterben, gestorben, um zu leben. So können wir auch von unserem Generalvikar sagen: Karl Hillenbrand wurde am 8. Juni 1950 in Ochsenfurt geboren, um zu sterben, und er starb in der Nacht zum 22. November 2014, um zu leben. Unser menschliches Leben ist mit wenigen Worten nicht einzufangen. Deshalb wollen wir uns alle besinnen, die wir noch auf dem Weg zum großen Ziel sind. Bitten wir Gott um Vergebung unserer Schuld und bitten wir ihn, dass er alles Trennende von uns nehme, damit wir durch seine Gegenwart bereitet werden für das ewige Leben. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, erhöre unser Gebet für den verstorbenen Priester Karl Hillenbrand. Du hast ihn mit der priesterlichen Würde ausgestattet. Gib ihm nun den Platz, der für ihn in der Herrlichkeit des Himmels bereitet ist. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir hören die Lesung aus dem Buch der Weisheit. Der Gerechte kommt auch sein Ende früh, geht in Gottes Ruhe ein. Denn ehrenvolles Alter besteht nicht in einem langen Leben und wird nicht an der Zahl der Jahre gemessen. Mehr als graues Haar bedeutet für die Menschheit die Klugheit, und mehr als Greisenalter wiegt ein Leben ohne Tadel. Er gefiel Gott und wurde von ihm geliebt. Früh vollendet hat der Gerechte doch ein volles Leben gehabt. Da seine Seele dem Herrn gefiel, enteilte sie aus der Mitte des Bösen. Die Leute sahen es, ohne es zu verstehen. Sie nahmen es sich nicht zu Herzen, dass Gnade und Erbarmen seinen Erwählten zuteil wird. Belohnung seinen Heiligen. Wort des lebendigen Gottes.
salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher. Werden mir folgen mein Leben lang und im Hause des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Schwestern und Brüder, den Schatz der Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. So wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt. Von allen Seiten werden wir in die Enge getrieben und finden doch noch Raum. Wir wissen weder aus noch ein und verzweifeln dennoch nicht. Wir werden gehetzt und sind doch nicht verlassen. Wir sind niedergestreckt und doch nicht vernichtet. Wohin wir auch kommen, immer tragen wir das Todesleiden Jesu an unserem Leib, damit auch unser Leben Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. Denn immer werden wir, obgleich wir leben, um Jesu willen dem Tod ausgeliefert, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar wird. Wort des lebendigen Gottes. In jener Zeit sprach Jesus: Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne, und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen. Und niemand wird sie meiner Hand entreißen.
Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle, und niemand kann sie der Hand meines Vaters entreißen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Familie Hillenbrand, liebe Mitbrüder, verehrte liebe Schwestern und Brüder im Herrn. Wir stehen am Ende des alten und am Vortag des neuen Kirchenjahres. Die im Gottesdienst verwendeten Texte der letzten Tage kreisen um das Ende der Welt, das jüngste Gericht und die Neuschöpfung der Erde. In dieser Spannung von einem Leben auf den Tod hin und in Erwartung des ewigen Lebens verbringen wir Christen unsere Lebenstage. Reinhold Schneider hat es in seinem Buch Winter in Wien so formuliert: Wir leben zwischen dem Ende des Reiches und dem letzten Ruck des Zeigers. Romano Guardini konstatierte: Den ersten christlichen Generationen erschien die Zeit als etwas, das unter der Macht der Ewigkeit steht. Die Ewigkeit drängte in die Zeit hinein und offenbarte sie als fragwürdig. Der lebendige Christus stand an der Tür der Welt und wartete auf den Tag und die Stunde, die der Vater festgesetzt hat in seiner Vollmacht, um der Welt ihr Ende zu setzen. Zeit und Welt aber standen unter der Wirkung dieses stillen, erschütternden Wartens. Der Christ empfand dessen drängende Nähe. Er fühlte, wie es den Dingen ihre Dichtigkeit, den Ordnungen der Welt ihre Sicherheit, den Überlegungen und Planungen ihre Zuverlässigkeit nahm. Diese Einsicht hatte ebenso unser so plötzlich verstorbener Generalvikar Karl Hillenbrand. Er lebte in Gott und auf Gott hin. Die eschatologische Vollendung der Welt, die damit verbundene Königsherrschaft Gottes rundum zu akzeptieren, war ihm ein Herzensanliegen und die sich daraus ergebende Konsequenz Motor für sein Denken und Arbeiten. Er wusste aber auch, dass wir diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen tragen, wie wir soeben in der Lesung hörten. In seiner 18-jährigen Zeit als Generalvikar waren ihm die Höhen und Tiefen menschlichen Daseins bewusst. Wie oft haben wir über die Begrenzungen unseres Einsatzes gesprochen und mit welch unermüdlichem Eifer hat er uns in seinen vielen Ansprachen, Predigten und Büchern auf unsere Chancen hingewiesen. Besonders hatte er dabei die Priester im Blick, um die er sich nicht nur als Regens,
sondern auch als Generalvikar gekümmert hat. Seine spezielle Aufgabe als Generalvikar hatte er einmal launig auf einem Fußballfeld, auf dem Klerusmeisterschaften ausgetragen wurden, so formuliert: Ich fühle mich als Generalvikar insofern am richtigen Platz, als das Berufsprofil meiner Tätigkeit eine Mischung aus Motivationstrainer, Schiedsrichter und Sanitäter ist. In einem seiner jüngsten Bücher mit dem Titel »Herausgeforderter Glaube – Zwischenrufe zu Zeitfragen« hat er schon im Vorwort sein grundsätzliches Selbstverständnis seines Dienstes folgendermaßen formuliert: Der Dienst eines Generalvikars steht nicht nur im Schnittpunkt vielfältiger innerkirchlicher Lebenslinien, sondern genauso im Spannungsfeld zwischen der Glaubensverkündigung und den unterschiedlichen gesellschaftlichen Problemen. Manchmal entwickeln sich aus solchen Herausforderungen regelrechte Zerreißproben. Und wenig später heißt es von ihm, die jeweiligen Gedanken ergaben sich aus der Einsicht, dass Christsein sich immer wieder einmischen muss, um die Konsequenzen deutlich zu machen, die sich aus der Menschwerdung Gottes und seinem Kommen in unsere Welt ergeben. Seit meinem Amtsantritt in Würzburg vor 10 Jahren stand Generalvikar Dr. Karl Hillenbrand mir unermüdlich zur Seite. Ich bewunderte immer wieder seine theologische Weite, seinen analytischen Verstand und seine aufopferungsvolle Mitarbeit, die ihn bis an den Rand seiner Kräfte führte. Niemals scheute er sich, auch die sogenannten heißen Eisen anzufassen. Ohne sich zu schonen, setzte er sich für die Belange der Mitbrüder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch aller Menschen in unserer Diözese und weit darüber hinaus ein. Er blieb nie im Einzelnen stecken, sondern verortete das kurzfristige Aktuelle im Ganzen unseres Glaubens. Seine Liebe zur Familie, besonders zu seinem noch lebenden Vater und seinen Geschwistern, kam ebenso aus seinem Herzen wie die Liebe zu seinem Heimatort Ochsenfurt. Ein durchgehendes Herzensanliegen war ihm die Vermittlung von Nähe und Distanz. Es lag ihm daran, die Bodenhaftung zu haben, aber nicht im Boden stecken zu bleiben. Er verwies auch in den vielen Zusammenkünften und Konferenzen immer wieder darauf, dass menschliche Zuwendung eine Voraussetzung für gelebten Glauben sei, aber diese Hinwendung nicht distanzlos sein dürfe. Aus der Sendung von Christus her und auf ihn hin müsse das Engagement jedes Einzelnen stammen. So schrieb er in dem schon erwähnten Buch als langjähriger Regens mit allen Problemen priesterlicher Ausbildung und priesterlicher Existenz vertraut über den Dienst des Priesters: In der Weihe macht Jesus vorläufige Menschen zu Vorläufern auf das Endgültige, auf sein Reich, das sie durch ihren Dienst verkünden sollen. Der Priester ist nicht Endstation kirchlichen Handelns. Er soll vielmehr deutlich machen, dass Jesus selbst wirkt. Wer euch hört, der hört mich. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Christus selbst ist es, der tauft, predigt und Abendmahl hält. Der Priester kann diese Gegenwart immer nur persönlich bezeugen, aber niemals selbst bewirken. Soweit der verstorbene Generalvikar. Wichtig war ihm dabei aber auch immer, dass der Einzelne nicht nur seine persönlichen Charismen pflegen dürfe, sondern dass er von seiner Ganzhingabe aus auch seine Armseligkeit, seine Schattenseiten und Grenzerfahrungen verschenken müsse. Berufung zum Priester lebt nicht in erster Linie vom eigenen Können,
schreibt er wenige Zeilen später, sondern vom Vertrauensvorschuss Jesu, den wir weitergeben dürfen. Für sein Primizbild hatte er ein altes Motiv der frühen Kirche aus dem großen Apsismosaik von St. Clemente in Rom gewählt. Das Kreuz, nicht als Marterwerkzeug, sondern als Lebensbaum, dessen Zweige Menschen verschiedenster Art einschließen. Zu seinem 25-jährigen Priesterjubiläum hatte er den aus dem Mittelalter stammenden Erbärmde Christus aus unserem Neumünster ausgesucht. Dort sehen wir den Gekreuzigten, wie er die Arme vom Kreuze gelöst hat, um den Beter zu umarmen. Für sein Totenbild haben wir den guten Hirten, eine moderne Skulptur im Eingang des Priesterseminars, ausgesucht, um deutlich zu machen, woraus er lebte und woraufhin er lebte. Der Kreis schließt sich. Mit seinem Tod hat unser Bruder Karl Hillenbrand sein erhofftes Ziel erreicht. Möge Gott nun zu ihm sagen: Komm, du guter und getreuer Knecht, nimm teil an der Freude deines Herrn. Amen. Jesus Christus ist der gute Hirt, er kennt die Seinen. Er ist jedem und jeder Einzelnen nahe und lässt uns nie im Stich, gerade in den schweren Stunden und schwierigen Etappen unseres Lebens. Im Vertrauen auf seine nie endende Treue bitten wir. Generalvikar Hillenbrand war in seinem theologischen Denken und Handeln ganz dem Zweiten Vatikanischen Konzil verpflichtet. Wir beten für die Kirche und alle Getauften, die in ihrem Miteinander die frohe Botschaft Jesu lebendig werden lassen. Lasse zum Herrn uns beten. Herr, als Regens und als Generalvikar war Karl Hillenbrand geleitet vom Bild und Vorbild des guten Hirten. Wir beten für alle, die im pastoralen Dienst das Evangelium weitergeben, in der Gemeinde, in der Schule und in den vielfältigen Feldern der Seelsorge von heute. Lasse zum Herrn uns beten. Dr. Hillenbrand hat in seiner Aufgabe als Generalvikar Verwaltung, Leitung und Seelsorge in Einklang gebracht. Wir beten für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kirche von Würzburg, für die vielen Ehrenamtlichen und Engagierten, die in den Gemeinden und Gemeinschaften vor Ort Kirche zum Leuchten bringen. Lasse zum Herrn uns beten. Herr, Christus, Herr. Die Kirche in Deutschland und die Kirche weltweit lagen Karl Hillenbrand ebenso am Herzen wie die Kirche in Würzburg.
Wir beten für die Kirche in Deutschland und im deutschsprachigen Raum. Wir beten für unsere Partnerdiözesen in Binga und in Obidos. Wir beten für unsere Schwestern und Brüder im Nahen Osten und in ganz Afrika. Lasse zum Herrn uns beten. Den Bezug zu seiner Heimat und zu seiner Geburtsstadt Ochsenfurt verloren. Wir beten für alle Menschen in unserer fränkischen Heimat und für die Menschen, die uns vorausgegangen sind, für die Angehörigen der Familie Hillenbrand, vor allem für die Mutter von Karl Hillenbrand. Lasse zum Herrn uns beten. Herr Jesus Christus, du bist unser Weg und unser Ziel. Bei dir wissen wir uns geborgen, heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.
Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Amen. Allmächtiger Gott, wir feiern das heilige Opfer für den verstorbenen Priester Karl Hillenbrand. Lass ihn in der Ewigkeit unverhüllt schauen, was er uns im Sakrament verborgen gereicht hat. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken. Du hast deinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, mit dem Öl der Freude gesalbt, zum ewigen Priester und zum König der ganzen Schöpfung. Als makelloses Lamm und friedensstiftendes Opfer hat er sich dargebracht auf dem Altar des Kreuzes, um das Werk der Erlösung zu vollziehen. Wenn einst die ganze Schöpfung seiner Herrschaft unterworfen ist, wird er dir, seinem Vater, das ewige, alles umfassende Reich übergeben. Das Reich der Wahrheit und des Lebens, das Reich der Heiligkeit und der Gnade, das Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens. Durch ihn rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, wir haben das Sakrament des Heiles empfangen und rufen zu dir. Schenke deinem verstorbenen Diener, dem Priester Karl Hillenbrand, dein Erbarmen. Auf Erden war er ein treuer Verwalter deiner Geheimnisse. Lass ihn im Himmel deine unverhüllte Herrlichkeit schauen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Thank you.
Lasst uns in Stille des verstorbenen Generalvikars, Domkapitular Prälat Karl Hillenbrand, gedenken und ihn der Güte Gottes anvertrauen. Seiner Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Des Menschen Tage sind wie Gras, er blüht wie die Blume des Feldes. Fährt der Wind darüber, ist sie dahin. Der Ort, wo sie stand, weiß von ihr nichts mehr. Doch die Huld des Herrn währt immer und ewig. Für alle, die ihn fürchten und ehren. Dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Der Herr vergib die Schuld. Vertrauen auf die Gegenwart Christi rufen wir zu ihm für unseren Bruder Karl. Erlöse ihn, o Herr. Erlöse ihn, o Herr. Von aller Schuld. Erlöse ihn, o Herr. Durch deine Menschwerdung und dein heiliges Leben. Erlöse ihn, o Herr. Durch dein Kreuz und Leiden. Erlöse ihn, o Herr. Durch dein Sterben und dein Auferstehen. Erlöse ihn, o Herr. Durch deine Wiederkunft in Herrlichkeit.
Lasset uns beten. Gütiger Vater, in deine Hände empfehlen wir unseren Bruder Karl Hillenbrand. Wir danken dir für alles, womit du ihn im Leben beschenkt hast und für das Gute, das du durch ihn gewirkt hast. Zuversichtlich hoffen wir, dass er wie alle, die in Christus gestorben sind, mit Christus auferstehen wird am jüngsten Tag. Wir bitten dich, nimm unseren Bruder auf und gib ihm Wohnung und Heimat bei dir. Uns aber, die zurückbleiben, stärke im Glauben, damit wir einander aufrichten und trösten. Durch Christus Jesus, unseren Herrn.
Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du hast 3 Tage im Grab gelegen und durch deine Auferstehung das Grab für uns zu einem Zeichen der Hoffnung gemacht. Wir bitten dich, segne dieses Grab und lass deinen Diener Karl in Frieden ruhen, bis du ihn auferwecken und erleuchten wirst. Denn du bist die Auferstehung und das Leben. Im Licht deines Angesichtes lass ihn im Himmel das ewige Licht schauen, denn du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich beim Namen gerufen. Du gehörst mir. Wir übergeben den Leib der Erde, Christus, der von den Toten auferstanden ist, wird auch unseren Bruder Karl zum Leben erwecken. Im Wasser der Taufe bist du mit Christus begraben worden und hast in ihm neues Leben empfangen. Der Herr vollende an dir, was er in der Taufe begonnen hat. Dein Leib war Tempel des Heiligen Geistes. Der Herr nehme dich auf in das himmlische Jerusalem. Von der Erde bist du genommen und zur Erde kehrst du zurück. Der Herr wird dich auferwecken.
das Zeichen unserer Hoffnung, das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus sei aufgerichtet über deinem Grab. Der Herr schenke dir seinen Frieden. Auf das wir wachen mit Christus.